Auch 222 Millionen Euro Ablöse machen offenbar nicht glücklich. Neymar soll nämlich in Paris unzufrieden sein und sich nicht wohlfühlen, schreibt der TV-Sender BTV aus Barcelona auf Twitter. Grund dafür sind angeblich vor allem die exzessiven Videoanalysen und Teambesprechungen von PSG-Trainer Unai Emery. Neymar bedauere es, Barca verlassen zu haben und vermisse sein dortiges Leben, heißt es in dem Post weiter. Darauf hat Ernesto Valverde, der Trainer der Katalanen, nun reagiert. So etwas nenne man dann einen doppelten Salto mit Pirouette, scherzte er auf einer Pressekonferenz. Dann fügte Valverde mit ernsterem Ton an, man werde sehen, was die Zukunft bringe, klar sei, er werde sich zu Spekulationen nicht äußern. Über James Rodriguez wurde ja schon des Öfteren geschrieben, dass er beim FC Bayern nicht glücklich sei, angeblich will er sogar bald nach Madrid zurückkehren. Diese Gerüchte entkräftet der Kolumbianer jetzt aber in einem Interview. Er mache das, was er liebe, daher sei er auch hier in München rundum glücklich, sagte James der TZ. Natürlich sei es ein komplett neues Leben für ihn, auch den Stil, der bei Bayern gespielt und gepflegt werde, müsse er erst noch verinnerlichen, aber Gott sei Dank funktioniere der Fußball auf der ganzen Welt gleich. Die Frage ist mittlerweile wohl nicht mehr, ob Philipp Coutinho den FC Liverpool verlässt, sondern wohin er wechselt. Nach Informationen des französischen TV-Senders Telefoot verhandelt sein Berater neben Barca auch mit Paris Saint-Germain, wo er mit Nationalmannschaftskollege Neymar zusammenspielen könnte. Der 25-jährige Coutinho hat bei den Reds noch einen Vertrag bis 2022.